Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Christian Klein. Okay, Herr Klein. Und ich war mit meiner Tochter Annalena oder sind das Grab meiner verstorbenen Frau. Also haben es besichtigt im Friedwald. Ja. Und dann kommen wir da hin und es ist geschändet. Ich verstehe nicht, wie Sie... Also das, ich kenne das nicht so richtig, ich hab das schon mal gehört. Das heißt, das ist wie so ein Waldfriedhof, ne? Oder ja, ist ja das, also genau. Ja, genau. Das war ein Wunsch von meiner Frau. Sie wollte uns halt die Arbeit ersparen. Und ja. Wir haben sie im Vorfeld ordentlich ausgesucht mit ihr, weil ja, sie war leider krebskrank und das war vorher zu sehen, dass sie halt stirbt. Also, was war jetzt da drin? Zeigen Sie das mal der Kollegin. Also ich habe hier vermeintlich, weil ich jetzt noch mal anfasse, das, was auf dem Schild geschrieben war. Mal eben checken. Ich bin ja nicht dahin. Das sieht aus wie Blut und ich habe halt vorsichtshalber mal ein bisschen davon mitgenommen. Okay. Wo ist denn, ja, wo ist denn Ihre Tochter jetzt? Die wartet auf dem Parkplatz. Dort war leider kein Handyempfang. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe ihm zur Wache. Es hatte Anzeige auf unbekannt aufgrund der Grabschändung. Und das sieht für mich nach einer Drohung aus. Deswegen... Die ist hier vom Haus. Am Parkplatz? Nein, am Friedwald, auf dem Parkplatz. Müssen wir mal einen Streifenwagen hin? Ja. Alec? Ja, oder? Wie heißt Streifen, Ihre bitte, Tochter? Annalena. 16 Jahre. Haben wir nur einen in Köln, aber, oder bei? Nur wenige Minuten später erreichen Melina Hoffmann und Stefan Sendera den Friedwald im Kölner Süden. Doch von der Tochter fehlt jede Spur. Da liegt, glaube ich, dieses Schild, um das es geht. Herr Jemine. Das war Nummer eins. Wenn wir jetzt in einem James-Bond-Film wären, würde ich sagen, es war Ernst-Stavro Blofeld. Aber dem ist wahrscheinlich nicht so. Ich glaube, bei uns fällt der Fall deutlich kleiner aus. Ja, vor allem sollte doch die Tochter mit dem Schild hier warten, oder nicht? Weil das hatte er doch gesagt, dass er die hier abgestellt hat. Ist auch ungewöhnlich, aber... Was ist das eigentlich? Glaubst du, das ist Farbe oder ist das Blut? Nee, das sieht ja erstmal aus wie Blut, ne? Das ist Blut. Guck mal. Einige Menschen suchen sich ja einen ganz besonderen Weg, um seine Liebsten zu erinnern. Das hat der Herr Klein mit seiner Tochter gemacht, einen Waldfriedhof ausgesucht. Das Dramatische heute bei unserem Einsatz war jetzt einfach, dass es zu einer Grabschändung kam. Da war halt ein beschmiertes Schild, blutbeschmiert. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht richtig zuordnen. Auf jeden Fall stand da auch eine Art Drohung drauf und dem Ganzen gehen wir jetzt natürlich nach. Es stand ja, glaube ich, an dem Grab von der Mutter. Und jetzt sollte die Tochter von dieser verstorbenen Mutter ja hier warten. Der Vater ist bei uns und jetzt finden wir das Schild und sie ist, von ihr fehlt jede Spur. Vor allem, was soll diese Botschaft? Das war Nummer eins. Das weiß ich nicht. Sollen wir mal nach ihr suchen gehen? Würde ich vorschlagen jetzt. Ne? Ich weiß zwar nicht wohin, aber ja, gucken wir mal. Ihre Tochter wartet jetzt auf dem Parkplatz, weil sie davon ausgegangen sind, dass wir sowieso einen Streifenwagen genau, schicken. Genau, genau. Ja, das ist ja eine Straftat, ne? Ja, ist es. Nee, ist auch, ja, haben sie alles richtig Timo. Gemacht. Alles im grünen Bereich. Und gucken wir jetzt gleich mal. Was gibt's denn? Ich habe hier eine Tüte. Die Tüte ist eigentlich interessant, aber das Tuch darin. Also. Ich würde gerne wissen, ob das Blut ist oder ob das Farbe ist. Oh, Blut? Du weißt doch, ich kann kein Blut sehen. Ich weiß, deswegen hast du ja auch einen falschen Job gewählt. Ja, guck mal vor, dass du was rauskriegst. Ja, ich komme gleich wieder. Hat Ihre Tochter ein Handy dabei? Dann können die anrufen und haben ein Foto oder was? Wie gesagt, da ist ein Funkloch. Ach, da ist ein Funkloch, das habe ich gehört. Deswegen ist er ja hier. Ja. Also ich kann Ihnen meine Tochter zeigen, das ist Annalena. Ich würde das gerne einmal dem Kollegen geben, dann schickt er das auf das Diensthandy der Streife und dann finden die. Ich weiß nicht, wie viele Leute da rumlaufen. Ja, genau, das war ich einfacher, ne? Arnold für den 1534. Ja, nur für dich zur Info. Wir sind jetzt hier an dem Waldfriedhof angekommen. Allerdings haben wir das Schild aufgefunden, jedoch ohne diese Annalena. Also die stand hier nicht vor Ort, sondern das Schild lag auf dem Boden. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal hier in dem Wald auf die Suche begeben. Ja, okay, das habe ich damit. Der Vater sitzt auf jeden Fall noch hier. Haltet uns bitte auf dem Laufenden. Ja, machen wir, verstanden. Ja. Das ist schön. Ich glaube, wir treten hier wahrscheinlich auf 100 Gräber, aber ich glaube nicht, dass wir sie noch finden, oder? Ja, ist halt wieder Nadel im Heuhaufen. Wir wissen ja auch gar nicht, wohin. Nee. Unglücklich. Ja, haben wir auch nicht. Ein Bild von ihr oder so? Hä? Ein Bild von ihr haben wir ja auch noch nicht gesehen. Weil eigentlich hatten wir ja gedacht, sie wartet hier auf uns.
Huch. Vorsicht. Wenn du Hilfe brauchst, ja, frag mich. Ja, super. Dann bitte. Huch, was war das denn? Das war ein Schuss. Du Scheiße. Warte, ich gebe das mal eben Arnold durch. Ne? Warte, geh hinter mich. Arnold für den 1534. Arnold hört. Wir sind hier immer noch in dem Waldstück und auf uns hat jetzt gerade jemand geschossen. Wir können nicht sagen, woher das war und wer das war. Ja, das habe ich so mit. Braucht ihr Verstärkung? Ja, unbedingt. Lass dich rein. Wo kam denn jetzt dieser Schuss her? Weiß ich auch nicht. Da vorne ist so ein Gebäude. Aber hier ist ja auch weit und breit keiner. Sollen wir mal da vorne zu dem Baum? Guck mal hier. Du, das hat uns aber um Haaresbreite verfehlt. Ne? Ja, das war ganz knapp. Wer hat da auf uns geschossen? Wer hat es auf uns abgesehen? Derjenige konnte ja gar nicht wissen, dass wir heute an diesem Ort sind. Oder war das vielleicht doch nur ein dummer Zufall? Ja, ist krass, oder? Was ist jetzt da los? Wenn das eine Schussabgabe, eine gewollte, eine gezielte Schussabgabe wäre oder ist, da fliegt jetzt, also momentan fliegt sowieso alles raus, was im Nahbereich ist. Ja, was ist da los? Unglaublich. Hey Leute, ich kann auf jeden Fall von meiner Seite eine Warnung geben, das ist kein menschliches Blut. Also, das habe ich gerade rausgekriegt. Ja. Das heißt tierisch, welches Tier, soweit bin ich noch nicht. Auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall eine Warnung, es ist nichts Menschliches. Ja. Okay, prima. Ja, vielen Dank. Alles klar. Ja. Chef, wir hatten Schussabgabe, vermutlich ist noch nicht ganz klar auf wen. Wir hatten den Kollegen vor Ort, du siehst das schon. Alarmstufe Rot für Stefan Sindera und Melina Hoffmann. Der Schütze befindet sich in unmittelbarer Nähe und könnte jederzeit wieder auf die Beamten schießen. Hier vorne ist ein Bollerwagen. Okay. Ach du Scheiße. Ist da was drin? Ja, tote Lebewesen. Ach du Scheiße. Die Frage im ersten Augenblick war für mich, war das wirklich vielleicht ein Fehlschuss, der da gelandet wurde? Wir sollten vielleicht gar nicht getroffen werden. Und was ist überhaupt der Hintergrund dieser Kaninchensammlung? Ja, steckt da vielleicht irgendeine Sekte hinter? Wird das für irgendwelche Rituale benutzt? Also wirklich Fragen, Fragen, Fragen in meinem kleinen Kopf. Wenn du nachher noch was fürs Abendessen brauchst, Kaninchenbraten empfehle ich heute. Ja, aber vielleicht war das auch derjenige, der auf uns geschossen hat. Warte mal, da passe auf. Hey, hallo, legen Sie die Waffe ab! Die Waffe runter! Sofort die Waffe sofort runter! Die Waffe runter. Ablegen. Nix, hallo! Drei von der Waffe zurück. Wegtreten! Zurück. Was ist los? Kann ich Ihnen nur helfen? Ich helfe Ihnen gleich mal. So, Sie bleiben so da stehen. Haben Sie noch irgendwelche weiteren waffenähnlichen Gegenstände oder irgendwas, woran wir uns verletzen können? Nee, ich bin Jäger. Mit der Waffe ist gerade geschossen worden? Ja. Ja? Ja. Wie ja? Ja, ich bin Wo kommen Arbeiten. Sie denn jetzt her? Habt ihr keine Schilder gesehen hier? Was für Schilder? Ja, dass hier scharf geschossen wird. Ich habe den Auftrag, soll die Kaninchen hier. Ach so, also ist der Bollerwagen, der da steht, mit den Kaninchen auch von Ihnen? Ja, ja. Okay. Das Problem ist, Sie haben gerade auf uns geschossen. Also, das kann aber vielleicht ein Querschläger vielleicht gewesen sein, wenn ich den Boden schieße oder so. Das war keine Absicht, Entschuldigung. Kann passieren, deswegen habe ich die Schilder. Wenn meine Mutter mich nächste Woche zu Grabe trägt, dann hilft die Entschuldigung nicht viel. Das ist mir schon klar. Aber ich gehe davon aus, das Gebiet ist ja abgesichert, wenn ich hier arbeite. Ich bin von der Gemeinde beauftragt worden. Und hier der Friedhofswärter sollte überall Schilder hinmachen. Also, ich sag Ihnen jetzt. Ich weiß ja nicht, was Sie jetzt hier suchen. Haben Sie einen Ausweis dabei, damit wir jetzt mal wissen, mit wem wir da sprechen? Tja, wir sind dann auf den mutmaßlichen Schützen getroffen, den Herrn Hornig. Hat er vielleicht was von der jungen Frau gesehen, gehört und kann uns hier vielleicht mutmaßliche Hinweise geben? Aber habe ich gerade richtig gehört, Sie haben meine Tochter nicht gefunden? Nee, die war leider nicht vor Ort. Also, die konnten Sie jetzt halt sichten. Vielleicht ist die ja auch ein Stück weitergelaufen oder hat sich irgendwo hingesetzt oder. Okay. Also, das muss jetzt erstmal keine Sorgen. Kontakt oder keinen direkten Bezug. Sind ja jetzt erstmal genug Kollegen da. Ja, ich kann sie natürlich verstehen, ne? Ganz klar. Wäre ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt oder emotional. Dann gehen wir erstmal davon aus, dass nichts passiert ist. Leider kann der Förster keine Angaben zu der vermissten 16-Jährigen machen. Von Minute zu Minute wächst die Sorge um die spurlos verschwundene Annalena. Aber ich habe noch mal eine Frage, was macht ihr überhaupt hier? Worum geht's hier überhaupt? Wir suchen, da sind ja die Gräber, das wissen Sie ja. Und da hat es einen Vorfall gegeben und deswegen sind wir eigentlich hier. Genaueres können wir eigentlich Ihnen nicht dazu sagen.
Aber dieses Mädel, was ich Ihnen eben auf dem Handy gezeigt habe, das suchen wir, weil die sich eigentlich hier aufhalten sollte. Ach so. Also und die gesagt, haben wir aber jetzt nicht angetroffen. Also ich habe hier gar keinen gesehen, ne? Ja, okay. Also es ist jetzt so, ich würde Sie jetzt bitten, diesen Wagen irgendwo hinzustellen, wo Sie jetzt später hier Ihr Kaninchenfleisch, wo Sie es abholen können. Das hat, ach so, mit dem Schild, wo Sie drauf sein. Können Sie damit was anfangen? Was ist denn hier überhaupt? Gucken Sie mal, das Blut an dem Auto. Oh, da haben Sie recht, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Lass mich mal kurz die Waffe. Ich mach schon mal einen Halter, ne? Ja. Auf das Kennen Sie das Fahrzeug? Nee, stand eben auch noch nicht hier. Okay. Kann ich irgendwie behilflich sein? Irgendwie. Nee, am besten erstmal nichts anfassen, vor allen Dingen. Arnold für den 1534. Arnold hört. Ich bräuchte einmal eine Halterabfrage. Wir haben hier ein geparktes Fahrzeug gefunden, verschlossen. Und an dem Kofferraum ist augenscheinlich Blut unmittelbar da, wo das Schild auch liegt. Ja, kurz kommen. Köln-Trennung, Gustav Ludwig 139. Ein Citroën in Weiß. Ja, habe ich zugelassen auf einen Nikolaus Lohmann. Ich frage den Herrn Klein mal, ob der Name ihm was sagt. Ja, verstanden. Mir sagt der Name was. Ja? Wer ist das denn? Das ist der Friedhofsgärtner. Der heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen. Einmal wegen der Beschilderung, was er anscheinend gemacht hat. Und ja. Okay, und können Sie. Ja, okay. Ich gebe das mal eben durch, ne? Ich habe eine dumme Befürchtung, wie es das bei immer in 80% unserer Fälle ist. Nicht, dass die da jetzt. Arnold da für den 1534. Arnold. Ja, der Herr, den wir hier, der Jäger, der sagt, EB mal eben. Ja, dazu kann ich Ihnen auch was sagen. Ja, ich lasse erst mal die Kollegin den Punkt machen. Arnold noch mal für den 1534. Ja, wie gesagt, ich hätte da mal eine Info. Und zwar haben die Kollegen vor Ort einen PKW entdeckt, also beziehungsweise der war vorher unauffällig, haben dann nachher entdeckt, dass da Blut dran klebt. Das war vorher definitiv nicht dran. Und eine Halteabfrage hat ergeben, dass es sich da um einen Nikolaus Lohmann handelt. Die Kollegen haben geparkt, da war nichts. Und neben dem Fahrzeug oder was? Oder? Ja, ja, die haben direkt so unmittelbar da in der Nähe geparkt und haben dann den schon vorher gesehen und nachher dann Blut dran entdeckt. Also muss irgendwie in der Zwischenzeit, wo die unterwegs waren, irgendwas passiert sein. Irgendwas passiert sein, ja. Ah, okay, ja, danke. Passt. Also, an ein Auto? Nicht aufregen. Wir gucken jetzt mal. Ich verstehe das. Lohmann. Nikolaus. Nikolaus Lohmann. Aktuell nicht. Wobei. 24. Vor 25 Jahren hatte ich eine Ex-Frau, die heißt Marina Lohmann. Ex-Frau oder Freundin? Freundin, ja. Okay, okay, ja. Kann man natürlich jetzt halt genau sagen. Ich brauch. Komm mal zu mir bitte. Ich brauch eine EMA von dem Nikolaus Lohmann und am besten die Zugehörigkeit seiner Mutter. Ich muss rausgehen, ob die Mutter Marina heißt. Hm? Und wenn, würde ich die gerne mal kontaktieren. Hätte man die gerne auf der Wache, bitte.